Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Train Fever. Das Ganze befindet sich nach wie vor in der Beta, beziehungsweise wir spielen die Beta. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon anders. Und ich versuche im Moment zu ergründen, wieso das alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was ist denn hier? Warum steht das Ding? Ach, das steht einfach nur hier. Jetzt kann ich mir das noch nicht mal. Jetzt kann ich das nicht mal abreißen, oder was? Ja, was ist das denn? Das ist echt schlecht gemacht. Ah, hier steht noch ein Zug. Dann soll der jetzt mal seine Linie 1 hier weiterfahren. Weil dessen Depot ist ja, glaube ich, auch. So ist das vielleicht eine bessere Idee. Mann, 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 auf was man hier alles achten muss. Stets die Finanzen im Blick. Ich wollte ja eigentlich schon längst in LKW investieren. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt langsam, weil sonst sind wir bald gearscht. Oh oh, jetzt gibt's einen Crash. Oh yeah. Wo ist denn die andere Bahn? Ich sehe sie gar nicht mehr. Was ist denn? Linie 12. Das ist noch was anderes. So, was ist das jetzt? Das ist der neu gekaufte Zug. Also ich werde hier noch wahnsinnig mit diesen scheiß Zügen. Dann soll der jetzt halt auf der Linie... was hat er jetzt? Dann soll der auf der Linie 15 fahren. Dann nervt er wenigstens nicht so. Ja, hopp, los. Also irgendwie, das Bahnsystem finde ich noch ein bisschen schwierig. Ich habe dem doch jetzt die Linie 15 zugewiesen. Warum macht er das denn jetzt einfach nicht? Jetzt frisst er mir hier Kosten. Ich kann den noch nicht mal auf der Stelle abwracken. Leute,
Also, jetzt machen wir mal Folgendes. Weil dieser Eisenbahnverkehr so teuer ist, den schicken wir jetzt ins Depot. Dann schicken wir den anderen ins Depot. Und dann werden wir den einen wieder auf die Linie 15 setzen. Nee, auf die Linie 1. So. Komm, mach hinne. Wir haben jetzt schon wieder die Millionen Schulden. Eigentlich dachte ich ja, aus den Schulden raus zu sein. Weil das ist ein ewiger Kampf hier gegen die Schulden. Und wir müssen investieren. Das ist das Schlimme. Wir können uns nicht hier in den Stuhl zurücklehnen und sagen, es wird schon alles irgendwie. Weil die werden jetzt langsam wieder ihre Waren selber transportieren, wenn das so weitergeht. Wenn die erstmal LKW haben, dann haben wir ein großes Problem. Sollen sie gar nicht erst in die Versuchung kommen. So, dann soll dieser Dings jetzt hier... ins Depot. Es existiert aber ein Weg ins Depot. Dann soll der jetzt die Linie fahren. So, wo ist jetzt die andere Bahn? Der soll jetzt die 1 fahren auch, Linie zuweisen. Das haben sie einmal getauscht. Ich hoffe, dass das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Dann wird er jetzt gleich kurz wechseln auf die andere. So, der wird jetzt wechseln auf die Linie 14. Jetzt wartet er kurz, bis der andere hier einmal durch ist. Ach Leute, was macht ihr mit mir? Komm, fahr hin, mach. Jetzt versperrt der nämlich noch das Gleis für den hinten. Der muss vermutlich da jetzt warten. Oder? Oh ne. So. So, jetzt fährt die wieder los. Und dann wird hoffentlich der jetzt bald reingehen. Und dann, wenn der hier ist, dann können wir den ins Depot schicken. Und sind endlich los. Können wir den verkaufen. Und dann müssen wir irgendwie die Schulden loswerden. Mann, Mann, Mann. Ich bin ja nicht ganz sicher, ob wir die Schulden auch loskriegen, ne? Weil der Schuldenberg häuft sich jetzt langsam an. Und ja, das ist alles nicht so ganz geil. So, mach hier eine Bahn. Das Problem ist, dass er jetzt hier noch kostet, weil der so lange steht. So, was muss unsere anderen Bahn? Die wartet hinten. Natürlich besonders cool. So, jetzt sollte der hier losgefahren sein. Ja. Warten wir mal, bis der hier ist. Dann sind wir gleich endlich los. Wo ist er? Da.
weil wir müssen den Betrieb abspecken, aber gleichzeitig müssen wir auch gucken, dass wir neue Bahnen kaufen, weil die alten zu teuer werden. Die Betriebskosten, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Was ist denn das jetzt für ein Zug? Ist das Zug 2? Hä, der muss doch jetzt den Weg ins Depot finden, so. So. Jetzt kann der Bahnverkehr hier wieder seine geregelten Wege hier und das, den verkaufen wir jetzt. So, damit sind wir jetzt ein Problem los und jetzt hoffe ich, dass hier irgendwie die Schulden verschwinden. Wir werden uns jetzt mal darin üben, also die Linie 1, die muss jetzt irgendwie profitabel sein. Alles andere wäre wirklich schlecht. Die Linie 12, die gucken wir uns jetzt mal an, warum die nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Aufträge gibt es auf jeden Fall noch genügend. Es warten noch 5 Güter. Eigentlich kann die 12 nicht so unprofitabel sein, ist er auch nicht. Vielleicht sollten wir hier noch ein paar draufschicken, aber wir haben im Moment leider kein Geld. Dann schauen wir uns jetzt mal. Ja, das geht jetzt langsam zurück, glaube ich. Finanzen. Das erste Mal, dass der in den Mesen ist, aber der stand natürlich jetzt auch. Und hier. Hä? Was ist denn? So. Der scheint jetzt erstmals in den grünen Zahlen zu sein. Das heißt, es gibt überhaupt mal Einnahmen. Das ist natürlich sehr erfreulich. Weshalb ich glaube, dass es auch langsam, also sicher aufwärts geht. Und hier diese Linie, was ist das? Eigentlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so unprofitabel ist, diese Linie. Das muss doch irgendwie. Aber immerhin, die Schulden werden weniger. Man sieht's. Ein bisschen was dazu, das ist natürlich schlecht. Wie sieht es hier mit den Finanzen aus? Ah, das ist auch schon wieder in den Miesen. Wieso? Betriebskosten sind höher als die Dings, aber Passagiere hat das Ding doch. Ja, jetzt sind wir in den positiven, in den grünen Zahlen hier. Also schon in den positiven Zahlen. Müssen wir gucken. Aber sonst sieht das alles ganz gut aus. Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Könnte besser sein, keine Frage. Aber wir müssen jetzt erstmal die Schulden abbauen. So, dann können wir sowieso nichts investieren. Und schauen, dass wir dann hier. Aber was mich sehr freut, ist, dass die Städte so dynamisch wachsen. Das heißt, gibt es eigentlich schon eine Veränderung? Nee. Als Postdorf oder Porstdorf ist immer noch die größte Stadt, gefolgt von Banzin. Das hätte man sich aufschreiben müssen, ob das auch schon vorher so war. Naja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.